Planänderung mal wieder. Ich habe mir echt gestern den Kopf zerbrochen, heute Morgen nochmal will ich nach Izmir fahren. Es ist so eine Regenfront angesagt. Dann wird es in Izmir auch bald kalt. Die ganzen Campings sind schon zu. Alles irgendwie nicht so cool. Ja, und am Ende habe ich beschlossen, ich fahre jetzt zusammen mit Aslan nach Istanbul. Das ist so ganz gut, dann sind wir auch zusammen unterwegs. Das ist ein bisschen sicherer. Ich wollte ja überhaupt gar nicht dahin. Und in der letzten Zeit immer, wenn jemand gefragt hat, da fährst du nach Istanbul, habe ich gesagt, auf gar keinen Fall. Da will ich nicht hin. Aber jetzt ist es genau das geworden. Und ja, so ein bisschen schade irgendwie auch, weil ich natürlich weiß, jetzt ist meine Reise bald zu Ende. Es sind jetzt bloß noch weniger als 200 Kilometer. Und dann geht's wieder nach Hause. Das war jetzt auf einmal ganz schnell. Also unsere Mission für heute, während wir hier gerade diese wunderschöne Küstenstraße lang fahren mit einem sehr schönen Ausblick, ist die Mission für heute, ja, einen Unterschlupf zu finden, weil morgen soll es den ganzen Tag regnen. Wollen wir irgendwo aussetzen. Wir waren gerade schon beim ersten Campingplatz, der hatte leider zu. Und jetzt fahren wir nochmal einen weiter nach Uçmakdere und hoffen, dass der offen hat. Und wollen uns da mal angucken, ob es da irgendwas, ja, Sinnvolles gibt, wo wir uns auch bei Regen aufhalten können. Der Campingplatz war zu. Und ja, wir fahren weiter. Aber müssen gleich mal irgendwo was essen. Es wurde gesagt, hier im nächsten Ort gibt es Gözleme. Da bin ich mal ein bisschen gespannt. Und auf jeden Fall müssen wir hier dann auch nochmal raus und die Berge hoch. Wir werden auf jeden Fall auch wild campen können irgendwo. Aber es soll halt morgen wirklich den ganzen Tag regnen. Wir haben gerade unten gegessen im Dorf. Das war sehr schön. Gözleme, total lecker. Aslan hat sich noch ein Frühstück bestellt, weil er so hungrig war. Und wir haben noch zweimal Gözleme zum Mitnehmen genommen. Wie gesagt, sehr schön. Immer alles frisch gemacht da. Sehr nette Leute. Und jetzt hier nochmal ein bisschen die Steigung hoch. Aslan meinte eben, das wäre jetzt bis Istanbul der letzte richtige Anstieg. Also es geht nicht mehr höher. Ist ja auch nicht so hoch, aber super schöner Blick hier auf das Marmara-Meer. Ja, ganz nett. Und endlich auch wieder Sonne. Also die Welt sieht schon wieder ein bisschen besser aus. Und trotzdem müssen wir immer noch gucken, wo wir heute Nacht unterkommen. Beziehungsweise auch morgen dann. Wir haben noch keine Ahnung. Aber erstmal jetzt hier genießen, wo wir gerade sind. Ist echt schön. Aslan, just lied to me. It's the second to last hill. Yeah, second to last. So, erstmal hier anhalten und wir gucken uns das mal zusammen an. Ich muss hier mal absteigen. Oh. Da fallen die mit den Motorrädern runter. Ist ja auch krass. Eieiei. Also das ist Tekirdağ. Da. Die größte Stadt, bevor Istanbul kommt, auf der Strecke jetzt hier.
ich sage euch, diese Küstenstraße, die ist der absolute Hammer. Der Ausblick hier. Wir sind am Sonntag und es gibt viele Motorradfahrer, die an uns vorbeiheizen, okay? Aber so generell. Und man kann hier richtig Höhenmeter machen. Wir haben schon über 800 heute. Nur auf dieser Straße hier. Also wir sind in Kumba. Das ist kurz vor Tikir da. Und ja, wir haben jetzt hier ein Airbnb gebucht für 2 Nächte. Und da fahren wir jetzt hin. Das hat sich jetzt so ganz gut ergeben. Wir hatten überhaupt kein Internet und gar nichts. Und jetzt haben wir einfach mal an einem Börekladen angehalten, haben da was gegessen und was getrunken, dabei das Internet genutzt. Und ja, wie gesagt, jetzt geht's in ein Airbnb. War eigentlich ein ganz guter Tag. Schön nochmal die Sonne genutzt und wunderschön diese Küstenstraße lang gefahren. Und ja, morgen warten wir den Regen ab und werden irgendwie den Tag rumbringen, vielleicht uns hier ein bisschen umschauen. Vielleicht mal nach Tikir darüber fahren, je nachdem wie der Regen so ist. Das wird sich dann ergeben. Und dann haben wir jetzt noch so, ja, 150 Kilometer gute bis nach Istanbul. Also wir besorgen jetzt nochmal Bier. Aslan will ein Bier trinken und ich werde mir einen Radler mixen. Und in dem Laden, wo wir eben waren, gibt es keins. Aber die haben uns gesagt, hier bei Carrefour können wir was bekommen. Von dem schlimmen Zeug. Jo, wir sind in der Pension Belfin angekommen und haben uns hier so ein bisschen eingerichtet. Es ist sehr einfach zu einem Preis von, ja, etwas über 30 Euro für uns beide pro Nacht. Ist nicht super günstig, aber für das, was es sonst so gab, war irgendwie schon einer der billigsten Angebote. Und wir sind einfach nur froh, jetzt ein Dach über dem Kopf zu haben für die nächsten 2 Nächte. Ich weiß, dass jetzt die Reise bald zu Ende geht. Das ist auch ein bisschen bedrückend und ein bisschen traurig. Auf der anderen Seite bin ich sehr froh, dass ich wieder nach Hause komme und alles Vertraute wieder da ist und ich mich wieder ausruhen kann. Und ja, es hat so was von beidem. Und ich mache mir die ganze Zeit bewusst, dass es jetzt halt zum Ziel der Reise geht und dass es da eben nicht so das absolute Highlight sein wird, sondern dass es einfach ganz normal ein Ende sein wird und dass diese Highlights ja eigentlich schon auf dem Weg überall waren. Und wie man so schön sagt, dass der Weg ist das Ziel und den Weg habe ich schon hinter mir gehabt.